Ja, wir sind hier alle noch in Vorbereitung und wir haben natürlich auch wieder ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Die erste finde ich persönlich ja super spannend. Und zwar, wenn ich am Flughafen bin, wie viel Geld darf man in bar mitnehmen? Also wenn beispielsweise der Betrag 50.000 Euro ist. Die Frage ist hier natürlich auch, wie viel? 50.000. Ach so. Ja, also ich habe jetzt nicht immer 50.000 Euro so in bar dabei. Bin mir gar nicht sicher. Ich meine, wenn man diese ganzen Scheine hier hat, kriegt man die überhaupt alle unter? Muss man schon mit dem Aktenkoffer kommen? Ja, ich glaube schon. Also es kommt auf die Scheine an. Ne? Also wenn es 50er sind, dann brauchst du schon ein dickeres Täschchen. Also grundsätzlich ist ja so, dass viele Länder eine Begrenzung haben für die Einfuhr von Bargeld. Aber vor allen Dingen, das ist zum Beispiel in Amerika, sind sie ab einer gewissen Summe anmeldepflichtig. Das heißt, wenn man mehr als, ich glaube in Amerika ist die Grenze bei 10.000, wenn man mehr als 10.000 Dollar mit einführt, muss man das beim Zoll angeben. Und ich garantiere euch, ihr werdet gefragt, warum ihr so viel Geld dabei habt. Denn so viel Bargeld dabei haben, das riecht ja mal ein bisschen. Ne? Also es ist nicht einfach, ich würde nicht unbedingt so viel Bargeld dabei haben, vor allen Dingen läuft man natürlich auch immer Gefahr, dass einem das weggenommen wird. Ja, das sowieso. Also ich meine, es ist ja ein bisschen auffällig mit so viel Geld. Aber grundsätzlich weiß ich gar nicht, ob es eine Beschränkung gibt. Aber wie gesagt, es gibt eine Anmeldepflicht ab einer gewissen Summe und die wird es in allen Ländern geben. Und da muss man das halt angeben. Wenn man mit zu viel Bargeld erwischt wird, ohne es anzumelden, dann kann es bitter werden am Zoll. Also Obacht. Also im Zweifelsfall, es gibt ja auch Online-Banking heutzutage. Wenn man es aber dennoch mitnimmt, dann sollte man nachweisen können, woher das Geld ist. Denn die Vermutung bei 50.000 Bar ist Schwarzgeld. Das heißt, ich sollte einen Kontoauszug mitnehmen und sagen, ich habe dieses Geld bar abgehoben bei mir und ich will vielleicht ein Auto damit kaufen und die wollen halt nur Bargeld nehmen. Das geht. Ja? Also immer schön dran denken. Ich bin mir nicht sicher, ist wahrscheinlich nicht bei jedem von euch der Fall. Aber ansonsten, was man vielleicht öfters mal gebrauchen kann, und zwar fragt jemand, ob sie ihm einen Anwalt für Medizinrecht oder Arzthaftungsrecht empfehlen können. Ich bin ein Freund davon, dass man die Anwälte immer nahe des Wohnortes nimmt, damit man dann nicht so lange Strecken hat, um zu reisen. Das heißt, man kann dann auch hingehen und kann fragen, kann seinen Fall selber mit betreuen. Deshalb Anwalt vor Ort. Deshalb kann ich die Frage nicht so kommt genau. Kommt aus Berlin. Aus Berlin. Ich kenne jetzt keinen Fachanwalt für Medizinrecht in Berlin, aber ich habe einen Tipp. Es gibt eine Internetplattform, die heißt advopedia.de. Wenn man darauf geht, ist der Partner Gelbe Seiten. Und die Gelben Seiten haben auf diesem Internetportal eine Suchmaschine für Anwälte. Da gibt man ein, welches Rechtsgebiet man sucht und man gibt den Ort ein. Und dann wirft es einem automatisch die Fachanwälte für Medizinrecht raus. Wunderbar. Advopedia.de. Also Advopedia, gleich mal aufschreiben. Ansonsten Google hilft auch immer weiter. Als nächstes haben wir hier einen Krankheitsfall sozusagen. Und zwar schreibt die, mein Mann ist ein Jahr krank gewesen, er ist im Januar 25 Jahre in der Firma und die wollen ihn kündigen, weil er so lange krank war. Hat er ein Anrecht auf eine Abfindung? Also kündigen, weil er krank ist, ist eigentlich kein Kündigungsgrund. Jetzt muss man fragen, einmal in welcher Firma arbeitet der, wie viele Angestellte haben die, gelten bestimmte Kündigungsschutzgesetze. So, also das ist mal eine Frage, die man vorher klären muss. Grundsätzlich kann man sich aber merken, man kann auch während der Krankheit gekündigt werden, aber nicht wegen, aber während schon. Aber es gelten dann natürlich die Kündigungsfristen. Wenn es eine größere Company ist, dann muss meistens auch der Betriebsrat angehört werden. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Fachanwalt für Arbeitsrecht, der kann da weiterhelfen. Okay, also erstmal am besten nochmal einen Anwalt suchen, sich beraten lassen. Und was haben wir hier denn noch? Mein Mann bekommt seit neuestem immer E-Mails mit der Aufforderung, einen Betrag zu zahlen, weil er angeblich etwas bestellt haben soll, was er aber wohl nicht getan hat. Wie sollen wir uns verhalten? Ignorieren. Wenn der Ehemann nichts bestellt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich da um eine Fake-Mail handelt und die würde ich einfach löschen. Also sind meistens Betrüger. Ja. Hat wohl der Spam-Filter nicht rausgefiltert. Oh, wir haben hier auch wieder neue Schuhe. Also heute mal. Also, wir haben ja jede Menge Schuhe, aber das letzte Mal waren sie, glaube ich, blau, oder? Die waren blau, aber das ist jetzt mal eine etwas andere Farbe vielleicht. Ja, da hast du recht. Also ich finde, grün passt ganz gut so zum Frühling. Schon ein bisschen sommerlicher, doch. Also kann ich finde die auch schön. Ja, kann man ein bisschen mehr Farbe zeigen. Und dazu orange Socken. So. Nicht schlecht. Was ziehen wir heute für einen Anzug an? Weiß ich nicht.
Luca, du zeigst mir nachher was. Ja, wir haben hier schon ein paar Anzüge vorbereitet. Ja, die Luca macht das gleich. Die bringt mit. Wir machen dann schon mal die Fragen, damit wir die Fragen auch mal anschauen. Genau, also wir sind ja immer multitaskingfähig, daher erstmal noch ein paar Fragen nebenbei. Wie verhält es sich, wenn man wo arbeitet, aber keinen Vertrag bekommt? Also so mit Kündigungsfrist, Urlaubstagen etc. Die Frage ist ein bisschen verwirrend, weil ich habe ja einen Vertrag, auch wenn ich keinen schriftlichen habe. Ich habe einen mündlichen Arbeitsvertrag. Und man kann auch gut mit einem mündlichen Arbeitsvertrag arbeiten, wenn die Rechte klar sind, ne, die wir da haben. Also sehe ich kein Problem. Genau. Also lasst euch nicht erzählen, dass ihr keinen Urlaub hättet. Ist ja egal. Ich weiß nicht. Oder willst du? Jetzt haben wir hier schon mal die erste Auswahl. Blau. Das ist von dem bisschen blau. Ja, finde ich ganz schön. Finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Ja, lass den blauen anziehen. Nicht den, nicht, oder? Den einen haben wir, glaube ich, auch noch nie gehabt. Wenn die gestreift haben. Den hatten wir auch noch nicht. Das ist auch ganz schön. Ein bisschen was Helles. So, ja, wir haben hier sogar noch einen neuen. Den hatten wir echt noch nie, den hellen, oder? Nee, ne? Also, finde ich eigentlich auch ganz schön. Kann man ja mal hinhalten. Die Entscheidung ist relativ klar, ne? Das ist weil den blauen hatten wir ja schon. Und nee, den hatten wir nicht. Wir hatten letztes Mal einen anderen blauen. Ach, wir hatten einen anderen blauen. Ach, das war der dunklere. Ja, genau. Ja, jetzt wo es Frühling wird, muss natürlich sagt ihr blau? Also ich bin für blau. Also Luca hat entschieden blau, ziehen wir blau. Ich finde blau auch gut. Gut. Okay. Wunderbar. Also die Entscheidung ging immer schnell bei uns. Ja. Es ist ja bei Männern immer ein bisschen anders. Die können sich der besser entscheiden. Bei mir dauert das immer ein bisschen länger. Ich kann mich auch nicht so gut entscheiden. Das ist hier gut. Ja, deswegen haben wir sie da. Deswegen haben wir ja extra Professionelle. Was haben wir denn hier noch? Also wir haben hier ja noch einen Professionellen für eure Fragen. Und zwar, ist es leicht, Anwalt zu werden oder braucht man dafür ein Studium? Oh, ja, man braucht ein Studium. Man muss Rechtswissenschaften studieren. Und das Ganze muss man in einem Grundstudium mindestens 7 Semester tun. Da kann man sein erstes Staatsexamen machen. Wenn man das dann bestanden hat, dann muss man noch eine Referendarzeit machen. Bei mir waren das 2 Jahre. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen kürzer. Aber man kann also grundsätzlich damit rechnen, wenn man Anwalt werden will, 6 Jahre. Ja, 6 Jahre ist schon eine Zeit. Sollte man sich davor gut überlegt haben. Sollte man sich gut überlegen. Hast du denn dein Studium in Regelstudienzeit durchgezogen? Ja. Ich hab mal ein ganz anderes Studium gemacht. Also bei mir gab es damals eine Möglichkeit, die nannte man einphasige Juristenausbildung. Und das war von Anfang an so angelegt, dass man maximal 8 Semester studieren konnte. Und dann musste man das erste Staatsexamen machen. Das nannte sie damals Zwischenprüfung. Und wer es nicht geschafft hat, der war draußen. Das ist ein Hardcore. Mhm. Tja, so war das. Also damals doch keine Langzeitstudenten. Also zumindest nicht in dem Studium. Zumindest. Den hat es nicht in jedem Bundesland gegeben, aber in Baden-Württemberg gab es den und da habe ich studiert. Ja. Nicht schlecht, ja, Respekt. Also Studium schon vonnöten. Mhm. Dann haben wir mal wieder ein paar Styling-Fragen, da kann uns ja vielleicht auch noch die Luca aushelfen. Wie lange dauert es, den Bart morgens zu stylen? Da kann ich nicht aushelfen, morgens selten der Bart. Also nochmal 3 Minuten. 3 Minuten dauert es. Minuten. Und keine fremde Minute. Nee, das mache ich selber. An den Bad kommt keiner. Das mache ich selber. Vielleicht wird der abends nochmal nachgeföhnt oder nachbearbeitet, aber normalerweise reicht das einmal am Tag morgens. Und welches Gel benutzt du denn fürs Bad? Oh, da hat es da tatsächlich jemanden gegeben, der jetzt nochmal nachgefragt hat. Ja. Gel ist, darf ich das sagen? Ja, ne? Ja, doch, klar. Got to be, gelb und das da steht es doch sogar, oder? Also ja, das ist nicht von mir, das ist, glaube ich, so, nee. Glaub ich, hier von unserer Maske. Ach so. Das hier ist tatsächlich der Harlack, den ich benutze. Und dazu benutze ich aber noch das schwarze Got2Be. Das ist so ein Haargel. Das kommt zuerst auf die Fingerspitzen, wird ein bisschen zerrieben. Dann kommt der Harlack drauf, das wird verrieben und dann geht es in den Bart. Wunderbar. Luca, was meinst du so zum Bart? Ist gelungen, oder? Ja, auf jeden Fall. So, die arme Luca jetzt auch eine Markenzeichen. Ja, Markenzeichen auf jeden Fall. Wir haben da doch ein Patent drauf. Ne? So als Anwalt kennt man ja die Tricks. Ansonsten weg vom Bart und zum Enkel in der Pflegefamilie.
Und zwar fragt die Dame, ob sie ihren Enkel trotzdem sehen darf, wenn er in einer Pflegefamilie ist. Klar. Großeltern haben tatsächlich ein Umgangsrecht. Und das können die auch durchsetzen. Soll ich mir dabei die Hände waschen? Klar. Also Großeltern dürfen, gar keine Frage. Genauso wie Vater oder Mutter, bei denen das Kind nicht lebt, die haben auch ein Umgangsrecht und Oma und Opa haben auch eins. Und es reicht, wenn das Kind in der Pflegefamilie ist, dann geht das auch. Also das sind gute Nachrichten. Ja, auch wenn es heute total sonnig war, zumindest bei uns in München, sagt jemand, was machst du bei grauem Wetter, um in Gang zu kommen? Oh, das ist eine Motivationsfrage. Was tue ich, wenn das Wetter schlecht ist? Was mache ich da? Also ich höre vor allen Dingen, höre ich mal Musik. Danke. Musik. Fröhliche Musik. Bloß keine bedrückende. Ich freue mich dann meistens darauf, dass ich einen schönen heißen Tee trinke. Ja. Einen heißen Tee? Einen heißen Tee. Und dann wird der Tag schon wieder schön. Und was hörst du so für Musik? Immer fröhliche Musik? Nee, ich höre nicht immer fröhliche Musik, aber ich höre manchmal melancholische Musik. Also ich bin höre sehr gerne Jazzmusik. Pat Metheny ist zum Beispiel einer meiner absoluten Favoriten, ist ein Gitarrist. Den höre ich sehr gerne, aber ich höre auch ganz normal Mainstream. Also Adele finde ich zum Beispiel großartig. Ich höre aber auch ganz, ganz viel deutsche Musik. Deutsche Musik? Deutsche Musik. Wer ist denn dein Lieblingsinterpret? Ich muss es so sagen, ich komme aus der Ecke, Bab. Bab ist meine große, große Liebe. Mhm. Aber ich mag Sting zum Beispiel auch total gerne. Mhm. Also das ist wirklich bunt gemischt. Wen finde ich denn gerade? Wen ich gerade großartig finde, ist Nils Frevert. Das ist ein Hamburger Sänger, den ich sehr, sehr schätze. Da gibt es so viel. Kepka ist eine geile Band aus Hamburg, die ich toll finde. Da könnte ich jetzt aber 3 Stunden drüber reden. Ich glaube, wir sind hier so richtig im Musikbusiness. Ich glaube, so viele Deutsche. Ja, bald gibt es dann die Musiksendung. Das ist dann so die Ranking-Show. Sowas in der Art. ansonsten weg von der Musik und zurück zum Geld. Wie viel Erbschaftssteuer muss ich bei einer Tante bezahlen? Das kommt ganz darauf an, wie viel Erbe dagelassen ist, nicht? Also vorhanden ist. Das ist prozentual ansteigend. Je nachdem, wie weit entfernt das Verwandtschaftsverhältnis ist und wie groß die Erbmasse ist. Da gibt es eine Tabelle. Da würde ich einfach mal reingucken. Erbschaftssteuersätze. Mhm. Das würde ich mal googeln und da stehen die ganzen Tabellen drin für den jeweiligen Verwandtschaftsgrad. Nicht schlecht, inzwischen kann man ja echt alles googeln. Was haben wir? Ach, noch eine Frage zum Erbe. Bin ich erbberechtigt, wenn ich keinen Kontakt zum Vater habe? Ja, spielt keine Rolle. Ich muss keinen Kontakt zu meinen Eltern haben. Sogar wenn die Eltern mich enterben, dann bleibt mir immer noch ein Pflichtteil. Also Erbanspruch bleibt. Ja, ist halt die Frage, wie viel Geld überhaupt da ist. Genau. Ne? Also, ja. Wenn da kein Geld ist, dann ist doch nichts zu holen. Die Geschichte. Und was haben wir hier? Was darf der Anwalt bei einer Erstberatung verlangen? Ich glaube, das sind 190 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Wie lange geht es dann so? Eine Stunde. Also ich würde immer raten, wenn man beim Anwalt anruft und sagt, man möchte eine Erstberatung haben, dass man dann nochmal fragt, was kostet das? Man kann auch einen Preis aushandeln. Also man kann auch sagen, geht das auch für 100 Euro? Ich brauche nur eine halbe Stunde. Sollte man am Telefon vorher mit der Sekretärin absprechen oder vielleicht mit dem Anwalt direkt. Genau, also am besten erstmal, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Was man sich merken kann, ist, dass wenn man dann den Fall tatsächlich bei dem Anwalt lässt, dass dann die Erstberatungsgebühr auch angerechnet wird. Ach so, ja. Das kann man auch vorbesprechen. Das ist natürlich auch eine gute Option. Mhm. Dann, was haben wir? Oh, ja, es wird ja immer wieder nach Autogrammkarten gefragt. Mhm. Zum einen haben wir noch welche, werden ja immer noch rausgeschickt. Kann oder? Also wenn ihr noch Autogramme haben wollt, schreibt uns entweder an ingolenzen@1gold.de oder direkt, könnt auch mich anschreiben, guckt im Internet unter ingolenzen.de, da findet ihr eine Adresse, eine Autogrammadresse, schreibt dahin, Paketenrückumschlag und dann schicke ich euch ja Autogrammkarten. Genau, und schicken wir dann auch nach Frankreich Autogrammkarten? Natürlich, wir schicken Autogrammkarten weltweit. Weltweit. Also vielleicht nicht auf die letzte Insel. Auch auf die letzte Insel. Auch auf die letzte Insel. Überall hin. Wer ein Autogramm haben möchte und den frankierten Rückumschlag schickt, der kriegt eine Autogrammkarte von mir zurück. Versprochen. Wunderbar.
Was haben wir hier denn noch? Und wann kommt der Fanartikel-Shop? Da müssen wir mit Sat.1 oder Sat.1 Gold sprechen. Ja, also ich würde auch sagen, vielleicht. Aber was es ja gibt, ich meine, wenn ihr auf meine Seite geht, da gibt es einen Hinweis auf die Bücher, die ich geschrieben oder herausgegeben habe. Ich kann vielleicht jetzt schon ankündigen, im Oktober kommt ein neues Buch von mir raus. Ich verrate jetzt den Titel nicht, das machen wir dann zur rechten Zeit. Aber es gibt da einiges. Was gibt es noch? Vielleicht können wir auch noch über die T-Shirts reden, die wir haben. Ne? Hashtag Lenzen. Ja, müssen wir genau mal sprechen über die Tasse. Ne? Wollten wir da nicht auch mal, wollt ihr nicht auch den Fanshop, haben wir letzte Woche mal darüber gesprochen. Ne? Ach so, ja, also wir haben jetzt ja auf jeden Fall die T-Shirts und Tassen werden ja bisher nur exklusiv verlost. Aber ich meine, für die nächste Staffel haben wir uns schon überlegt, ob wir da nicht vielleicht sogar einen kleinen Shop draus machen. Da hat so eine große Nachfrage bei allen bestand. Also. Und dann vielleicht noch gleichzeitig mit Ingos neuem Buch. Also was es auch noch gibt, das wissen auch noch nicht so viele, ich habe ein Hörbuch gemacht. Und so habe ich dann die Märchen der Gebrüder Grimm gesprochen. Und die kann man auch kaufen. Bei Amazon, glaube ich. Ach, nicht schlecht. Was ist dein Lieblingsmärchen? Oh, das sind so viele. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Das ist aber kein schönes Märchen. Ich dachte jetzt eher so ein bisschen an so Cinderella oder was? So was? Cinderella? Nein. Ein bisschen mehr Disney-like? Nein, nichts Disney-like. Nein, schöne Märchen. Ja, die Gebrüder Grimm, die sind ja eigentlich viel brutaler gewesen als die. Die sind sehr brutal. Aber die sind trotzdem, wenn man die schön liest, dann sind die gar nicht so brutal. Man kann kleine Kinder oder auch, ich sage jetzt nicht erwachsene Frauen, die Welt der Träume entführen. Die Welt der Träume, also ich lese immer noch gerne Gebrüder Grimm. Aber ich mag den Gestiefel. Andersen ist auch sehr schön. Das stimmt. Ja. Also wir haben hier auch, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch die Märchenstunde mit Ingo mal gönnen. Gibt's auch. Wir sind hier wirklich sehr vielfältig unterwegs. Aber zurück zum Hauptbusiness. Und zwar haben wir hier noch einen Fall. Ja. Und zwar geht es darum, dass mein Bruder und seine Freundin zwei Kinder haben. Sie sagt erst, der Vater will die Vaterschaft durch meinen Bruder aber nicht anerkennen lassen. Nun hat sie sich getrennt und ist ausgezogen mit den Kindern und naja, er möchte natürlich die Kinder trotzdem weiterhin sehen, aber sie untersagt ihm jeden Kontakt. Was kann er denn tun? Also er kann grundsätzlich, kann er sein Umgangsrecht einklagen. Also zum Anwalt und da sagen, dass man die Kinder sehen will. Die Mutter ist auch bei nicht-ehelichen Kindern verpflichtet, dem Vater einen Umgang zu gewähren. Der Regelunterhalt findet alle zwei Wochen statt, von freitagsabends 18 Uhr bis sonntagsabends 18 Uhr und eine entsprechende Zeit auch noch in den Ferien, die Kinder dann mit dem Vater in den Schulferien verbringen können oder in den Kindergartenferien, was auch immer. Ich wundere mich gerade über die Art, dass die Mutter sagt, sie will den Vater nicht anerkennen lassen, denn dann müsste ja theoretisch der Vater auch keinen Unterhalt bezahlen. Ja, das stimmt natürlich. Also wenn sie das selber finanziell schafft, da bindet sie natürlich nicht, dem Umgangsrecht nachzukommen, also ihre Umgangsverpflichtung, aber ich glaube, die kriegt dann irgendwann nochmal Druck vom Jugendamt. Zahlen ja den Kindern, bis die 12 Jahre alt sind und wenn der Vater nicht bezahlt, einen sogenannten Unterhaltsvorschuss. Aber die wollen natürlich wissen, wer der Vater ist, weil die wollen Regress nehmen, die wollen ja das Geld dann vom Vater wieder haben. Also deshalb glaube ich, dass die Geschichte so nicht funktionieren kann. Also von dem her am besten, ansonsten ist es ja so, später, wenn die Kinder natürlich erwachsen sind, dann können sie natürlich auch selber entscheiden, wenn sie sehen wollen. Aber ja, dauert klar natürlich eine nicht Zeit. Nur, wenn sie erwachsen sind, das fängt ja meistens mit 15 an, ja, also dass die Kinder da schon sagen, ich will jetzt zum Papa oder ich will nicht zum Papa. Untereinander, egal welchen Streit, die haben auch nicht mehr so viel Chance. Genau. Und zum Abschluss, ich lese hier gerade noch was. Und zwar, wie sieht es denn rechtlich so aus? Wir haben hier ein paar Hardcore-Fans, die haben sich selber Fan-T-Shirts gemacht und schauen damit deine Sendung aus Sendung an. Ist das denn rechtlich erlaubt? Darf ich Ihnen ein Foto von haben? Rechtlich erlaubt ist das überhaupt kein Problem. Ja, sag ich jetzt mal so, da würde ich nie was gegen machen, auch wenn ihr Namen oder Logo benutzt. Kein Problem für mich. Aber ein Foto hätte ich ganz gerne. Ja, schon. Also ich meine, auf Twitter und sowas schauen wir uns ja auch mal gerne Fotos an. Kommt sogar ins Fernsehen. Ja. Also bis können wir gleich mal auf Twitter schreiben. Genau. Ja, also am besten Foto, dann glaube ich, Sabrina, nehmen wir das mit auf den Screen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn wir ein cooles Foto sehen. Das ist Sabrina. Und Sabrina spricht die ganze Zeit mit euch und die macht das die ganzen letzten Folgen. Und ich danke ganz, ganz herzlich dafür, für die Mühe, die Sabrina sich gemacht hat. Denn ohne Sabrina gäbe es dieses Live-Video nicht. Danke, das hat immer wieder schön Spaß gemacht. Ja, wir hatten hier viel Spaß. Luca war auch immer mit dabei. Luca war immer. Wir wollen natürlich auch, Luca hat es immer ganz toll gemacht, dass der Ingo so toll ausschaut.
Und das ist nicht so schwer. Also, ja, es ist natürlich nicht so schwer, weil ich meine, das ist natürlich auch eine Natur schön. Oh, ja. Doch, wir hatten hier wirklich Stil auf jeden Fall. Ja, mit Stil. Und wir hatten hier wirklich immer mal wieder Kommentare, dass du total gut für dein Alter aussiehst. Also, hier nochmal ein letztes. Wisst ihr alle, wie alt? Nein, das ja, wie alt bist du denn? Das ist wirklich 56. Das ist ja jung, ist das noch. Es ist total jung. Das sehe ich genauso. Also von dem her, ja, so prägt euch das Bild nochmal ein, weil die nächsten... Ja, also bevor ich jetzt rot werde, ja, ist jetzt gut. Wir sehen uns gleich in der Sendung. Ciao.